Hallo Leute, mein Name ist Chris und ich heiße euch willkommen zur nächsten Folge Supremacy 1914 in der Weltkriegsedition. Dieses Mal in der Schlacht gegen 500 andere Spieler oder besser gesagt die Spieler, die demnächst noch aktiv sind. Wir spielen Nordalgerien und bevor wir weitermachen, schauen wir uns erstmal den aktuellen Stand an. Erstens, wie gehabt, der Blick in die Zeitung. Wir befinden uns aktuell auf Platz 196, also ziemlich im Mittelfeld aller Nationen und unsere Koalition befindet sich auf Platz 14. Wo haben wir es denn? Die Nordafrika-Koalition. Hier unten sind wir, alle mit 3 bzw. 4 Siegpunkten aktuell. Dem einen oder anderen von euch wird vielleicht auffallen, dass wir nicht mehr 5 sind. Das liegt daran, dass ich Ellie 10 aus der Koalition rausgeschmissen habe und es hat einfach den Grund, dass er komplett inaktiv war, auf Anfragen nicht reagiert hat und nicht mal Wehrämter in seine Region gebaut hat. Also er ist einfach in das Spiel reingekommen, wollte unserer Koalition beitreten, war kurz einmal nett und hat dann aufgehört zu spielen, ohne irgendetwas zu bauen. Und das können wir aktuell leider nicht gebrauchen. Und da habe ich beschlossen, ihn rauszuwerfen. Und ich denke mal, dass hier direkt die nächste Anfrage ist, weil ich in der Zeitung angekündigt habe, dass wir noch ein Mitglied suchen. Also mal gucken, was daraus wird. Nur das als Vorab schon mal zur Info. Wir expandieren weiter Richtung Westen. Wir konnten die Doppelgetreideprovinz einnehmen, sind also getreidetechnisch wieder mit 120 im Plus, was dazu führt, dass ich hier noch eine weitere Kaserne bauen. Wir haben also dann 2 Kasernen am Start. Es sind auch 2 weitere Panzerwegen fertig geworden. Also es läuft tatsächlich ganz gut aktuell für uns. Unser Partner Südmarokko, hier links von uns, schwächelt ein klein bisschen. Hat sich Provinzen wieder abluchsen lassen, weil er sie nicht vernünftig verteidigt hat. Und ist aktuell ein bisschen passiv unterwegs. Ich für meinen Teil will gerne noch die Holzprovinz hier haben. Einfach, weil wir ja dann doch zeitnah auch irgendwann in die Produktion von Fabriken übergehen und Häfen und so weiter und Schiffe und was weiß ich nicht alles. Und da will ich mich auf einen bisschen stabileren Ast in Sachen Holz stellen und gleich hier noch einen spazieren. Wir dürften hier eine Moral haben, die okay ist, die Moral passt. Das heißt, wir können den Panzerwagen ganz rüberziehen und hier müssen wir 6 Einheiten stehen lassen und ziehen es runter. Das heißt, wir greifen mit ungefähr 14, 15 Einheiten hier das Gebiet an, dürften das dann auch relativ schnell einnehmen. Zusätzlich gab es eine Entwicklung und zwar Sevilla ist über die Meerenge gekommen und hat auch den Tanga angegriffen. Konnte sich ein Gebiet hier nehmen. Ich sehe aktuell leider nicht die Truppenstärke, die hier vorhanden ist. Müssen wir aber aufpassen, dass man uns da nicht in den Rücken fällt. Ich gehe mal davon aus, dass die hier weiter angreifen werden, um sich weiter auszubreiten. Muss man gucken, dass wir auch halbwegs aggressiv und aktiv bleiben, um zu verhindern, dass uns hier zu viel abgeluchst wird von der ganzen, von den ganzen Gebieten. Ich würde da nämlich gerne am Ball bleiben und mindestens hier noch 1, 2 Gebiete nehmen. Optimal wäre natürlich das Holzgebiet und Kohle, um das dann auch schon mal ein bisschen weiter ins Plus zu bringen. An den anderen Grenzbereichen ist alles momentan sehr ruhig. Ich sehe gerade, hier sind auch nicht mal in allen Gebieten Wehrämter gebaut. Scheint also auch ein relativ neuer Spieler zu sein. Hier bei dem NPC tauchen jetzt langsam Festungen auf. Müssen wir halt gucken, wie wir dagegen vorgehen können. Und ansonsten habe ich vorhin gesehen, dass Nordmauretanien hier gerade Truppen runterzieht. Da bin ich tatsächlich mal gespannt, gegen wen es gehen soll. Die sind nicht in einer Koalition. Ja, ich hoffe, dass Südmauretanien und der Bündnispartner das halbwegs souverän hinkriegt. Oh, hier wird auch angegriffen. Und was ist hier los? Okay, er zieht Einheiten zurück. Unser Bündnispartner Britische Goldküste greift nämlich hier aktuell an. Deutsch-Togoland. Und nimmt dort auch alles ohne Probleme ein. Also wenigstens einen vernünftigen Koalitionspartner, der es auch schafft, sich taktisch da durchzusetzen und ein bisschen mitzudenken. Wir können aktuell nicht viel machen, außer hier das ein oder andere Gebiet noch einzunehmen. Wir können natürlich auch zusätzlich versuchen, das Gebiet noch einzunehmen. Das dürfte auch nicht mehr stark besetzt sein. Das wäre natürlich eine Alternative zu dem Gebiet hier. Um noch mehr Getreide zu bekommen, dann könnten wir vielleicht sogar einfach noch eine Kaserne bauen. Ich überlege gerade, ob wir das sogar tatsächlich machen. Können wir uns das aktuell leisten? Nee, können wir nicht, weil uns Holz fehlt. Geldtechnisch sind wir gar nicht schlecht aufgestellt. Nehmen wir das direkt mal mit, das Holz. Das war halbwegs günstig noch. 2-1. Ich glaube tatsächlich, dass ich direkt noch eine Kaserne baue. Ich kann sie ja inaktiv stellen, wenn wir Probleme kriegen sollten. Ja, doch, das machen wir. Wir ziehen hier auch noch eine Kaserne rein.
und erhöhen unsere Infanterieproduktion ein bisschen. Wir haben ja doch einiges verloren und müssen da doch einige Kräfte wieder zusammenkriegen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt schauen wir zum Abschluss mal kurz noch, wer sich in unserer Koalition beworben hat. Teheran. Schauen wir mal. Ja, Teheran liegt halt echt bescheiden. Was sollen wir mit dem Bündnispartner, ne? Liegt hier unten bei unserem anderen Partner, mit dem wir so ein bisschen zusammenarbeiten. Hat er mittlerweile Mitglieder? Ja, Westkaukasus und Kuban arbeiten zusammen. Okay, aber das bringt halt nichts. Was sollen wir mit dem, ne? Der kann uns weder helfen. Könnte man sich natürlich überlegen, wenn er es schafft, da unten sich irgendwie im Hexenkessel durchzusetzen, dann mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber als Koalitionsmitglied bringt der uns aktuell nicht wirklich weiter. Da werden wir uns tatsächlich auf die aktuellen so ein bisschen begrenzen müssen und weiter durchsetzen müssen. Aber ich glaube, das schaffen wir. Ich werde jetzt den nächsten Angriff gleich starten, beziehungsweise vorbereiten. Und dann schauen wir mal, dass wir uns das Gebiet holen und vielleicht das Gebiet holen. Ich glaube, wir greifen hier an und gucken mal, wie viel hier drin sind und hoffen, dass Sevilla sich da noch ein bisschen zurückhält. Hier können wir mal kurz aufsplitten. 15 haben wir, 2 kommen. Das heißt, mit 11 können wir hier angreifen. Dann haben wir hier eigentlich noch genug. Hier ist aktuell gar keine Aktivität. Das heißt, ich ziehe die tatsächlich jetzt hier rüber. Und zwar alle beide. Und hier parken wir einfach mal kurz wenigstens den Wagen um. So, das haben wir. Hoffentlich gehen die Server heute nicht offline, so wie gestern. Perfekt. Mehr wollen wir jetzt halt auch gar nicht machen. Ich will euch gar nicht dabei zugucken, wie ich hier dumm zugucken lassen, wie ich hier komisch rumklicke. Wir haben alle Befehle gegeben. Morgen wird wahrscheinlich die Schlacht hier schon gelaufen sein. Gegebenenfalls die auch schon. Gucken wir mal, wie gut wir hier vorankommen. Wir haben ja einige Kräfte hier runtergezogen, sodass wir uns zwei weitere Gebiete holen können. Und dann schauen wir, ob wir uns das Getreideding hier nicht auch noch schnappen können, bevor Sevilla dazu in der Lage ist. Freut mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich freue mich schon darauf, ihn in der nächsten Folge wiederzusehen. Bis dahin. Euer Chris.